Hallo zusammen. Jetzt machen wir den Teaser heute mal ausnahmsweise aus dem Auto. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, damit man sich schön an die Regeln hält, ja, vom Straßenverkehr, so wie in der blöden Corona-Zeit. Und jetzt fahren wir gerade, ich bin sehr aufgeregt, nach Freiberg. Und zwar, ihr wisst ja, bei Connections geht es um die Verbindungen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Und wir fahren zur Firma Menrad, das heißt, früher hießen die Deko Menrad in Freiberg. Und die habe ich da auch kennengelernt. Die war auf einem Fest und haben da Dekorationen gemacht. Und da war die Firma Lautmacher und hat dann Sound und Licht gemacht dabei. Und das ist auch die Verbindungen, die jetzt heute bestehen. Denn die nächste Sendung kommt aus dem Lager der Firma Lautmacher in Ludwigsburg. Und da haben wir ganz besondere Plätze. Das wird sehr, sehr lustig auch für euch zum Anschauen. Werden. Die Firma Menrad hat noch ganz viel mehr Kontakte zu uns, die erzähle ich euch gleich. Die Menrads haben nämlich die Ortseingangsschilder in Freiberg erfunden. Wer mal durch Freiberg oder nach Freiberg reingefahren ist, der hat die gesehen. Das sind diese blauen Schilder am Anfang, wo Veranstaltungen angekündigt werden. Und da haben wir von denen als Unterstützung beim Glaskonzert immer die Schilder bekommen, was ich ganz toll finde. Ich werde mal kurz ein Foto für euch reinstellen. Achtung! Das waren die Schilder, die hängen jetzt bei mir im Büro und sind eine schöne Erinnerung an die ganzen Zeiten damals. Die Menrads machen auch andere Dinge, die bekleben Sachen und machen Folien. Ich zeige euch das mal bei der Ape von meiner Tochter. Da haben die nämlich ein ganz, ganz tolles Tattoo, das ich selber entworfen habe, haben die auch entworfen und drauf gemacht. Achtung, da kommt das Foto. Habt ihr das gesehen? Cool, oder? Und um diese Beschriftungen und Beklebungen geht es nämlich auch, weil wir von Krämers Kit, wir haben uns nämlich einen neuen Anhänger geleistet. Und da haben jetzt Uli und Jasna Menrad uns geholfen und haben unser Logo da drauf gemacht und noch einen QR-Code, dass man lesen kann, wo wir heute spielen und wo wir hinfahren. Und natürlich noch ein paar kleine Hinweise, dass es heute live zur Sache geht. Und den hole ich jetzt ab und da bin ich super gespannt drauf. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Und dann zeige ich euch mal, wer Uli und Jasna Menrad sind. Jetzt sind wir gleich da, bloß noch hier in die Einfahrt rein. Ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, sieht der geil aus. Oh Gott, oh, jetzt fragt einer davor. Nein. Warte, die gucken wir uns gleich an. Ich fahre einfach davor. Ist das cool? Guck dir das an. Schau mal, guck rüber, guck mal. Ah, wie geil. Okay, also den holen wir jetzt ab. Ist das nicht cool? Name, geiles Logo. Übrigens von Jürgen Blumhardt aus Mundelsheim. Heute live, da sieht man gleich, was los ist. Termine auf der Homepage und hier der QR-Code. Da braucht ihr bloß das Handy dran halten, dann seid ihr schon direkt auf der Homepage und dann könnt ihr sehen, was da wo drauf ist. Das sind übrigens auch Lieder und ach, ihr habt, wisst ihr bestimmt schon. Jetzt nehme ich euch mit rein zu den beiden, die verantwortlich sind dafür. Auf geht's. Hallo! Hallo! Okay. So. Ihr seid fest bei der Arbeit? Ja. Okay, gibt es einen neuen Auftrag für euch? Super. Genau. Okay, prima. Dann zeige ich euch jetzt einfach mal alles, was hier dazugehört. Ihr seht, wir haben eine ganz besondere Position eingenommen, dass man hinten schön die bunten Klebefolien sieht. Und weil hier geht es ja auch ein bisschen bei den Teasern um Werbung. Und die Fachleute für Werbung sind Jasna und Uli. Ihr macht Werbung mittlerweile. Genau, Folienbeschriftungen, also unter anderem Anhänger, Fotos, genau, Schilder. Wir drucken auch digital, das sieht man hier schon, Bilder, Farbverläufe und ja, montieren alles. Genau, 25 Jahre. Super. Werbetechnik. Angefangen habt ihr mit Deko, habe ich vorher schon verraten. Genau. Jetzt mittlerweile habt ihr euch spezialisiert und das macht euch natürlich auch Spaß, hoffe ich. Ja, klar. Und wie? Ja, klar. Das hat man früher schon gemerkt. Ja. Ja, ja. Das geht in die Richtung. Ja. Okay, habt ihr irgendwelche Corona-Einschränkungen hier? Also es ist ganz normaler, sage ich jetzt mal, Durchgangsverkehr, Kundenverkehr. Da ist überhaupt nichts eingeschränkt. Also es ist nach wie vor, dadurch, dass wir ja auch jetzt keine Öffnungszeiten in dem Sinn haben, Ladenöffnungszeiten, das sind also schon rund um die Uhr telefonisch auf jeden Fall immer erreichbar per E-Mail und wie gesagt, also freie Fahrt. Alles klar, wir sind hier auch auf Abstand, insofern ist es auch mit der Maske dann auch kein Ding. Genau. Super, okay. Habt ihr noch irgendwelche speziellen coolen Orte? Ich habe vorhin gesehen, da hinten habt ihr richtig viele coole Folien noch, sollen wir da schon hingehen? Können wir machen. Okay, cool, ja, kommt doch mal mit. Ja.
Sehr schön. Gut, hier sind unsere verschiedenen Folien. Wir haben relativ beinahe jede Farbe da. Wenn nicht bestellt wird, ist innerhalb einem Tag da. Also wenn jemand auf die Schnelle was beschriftet haben möchte, kein Problem. Mit Orakelfolien arbeiten wir, das ist eine gängige, gute Folie. Und ja, genau, so kämpft man sich durch und schafft sich durch mit den Farben der Welt. Okay, prima. Und persönliche Beziehungen haben wir vorhin schon gesagt. Ich muss persönlich von mir aus nochmal sagen, es geht bei mir natürlich auch, wenn ich irgendwo reinlaufe und ich werde gut bedient und das sind nette Leute, dann ist es mir viel, viel wichtiger und auch ein großes Anliegen, auf die Leute hinzuweisen. Und hier bei den zwei kann ich wirklich sagen, ihr werdet gut bedient, ihr werdet gut beraten, es sind ganz arg liebe Menschen und deswegen komme ich auch immer wieder her. Genau, können wir noch zurückgehen. Genau, okay. Also hier Uli und Jasna Menrad von Menrad Beschriftungstechnik, wie heißt es? Werbetechnik. Werbetechnik, genau. Werbetechnik. In der Graf Adelmann Straße 5 in Freiberg. Perfekt. Alles klar. Genau. Super, bis dann.